Hey Leute, mein Name ist Epic Sun und heute zeige ich euch die 10 tödlichsten TNT-Kanonen. Ihr seht hier schon, wir haben hier TNT-Kanonen, hier sind zum Beispiel zwei, hier ist auch noch eine. Es sind insgesamt 10 Stück und hier schwebt sogar eine und es gibt hier eine unterirdisch, was extrem cool ist. Bleibt unbedingt dran, Leute, und es wird richtig, richtig geil. Wir starten natürlich erstmal hier vorne. Und umso weiter wir nach hinten kommen, umso besser werden die TNT-Kanonen. Wir sehen hier am Anfang, das ist eine richtig basic TNT-Kanone. Die meisten von euch kennen die, beziehungsweise haben die sogar vielleicht schon selbst gebaut. Ich sehe gerade, da ist noch gar kein TNT drin, da werde ich das mit gleich befüllen. Okay, ich mache hier mal die Dispenser voll mit TNT natürlich, Leute. So, dann müssen wir noch kurz mal befüllen. Wenn ihr die Map auch downloaden wollt, der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch die auch mal selber anschauen. Ich befülle die hier ganz kurz und dann müsste das auch schon funktionieren. So, jetzt ist alles voll mit 64 Stackblöcken. Und wir drücken hier einfach mal den Schalter und lassen das einfach mal laufen. Und es ist relativ laut tatsächlich. Und ihr seht schon, was passiert. Das TNT wird einfach geschossen. Ich glaube, die meisten von euch kennen das, Leute. Das TNT fliegt relativ weit und vereinzelt, sage ich mal. Boah, das macht aber schon gut Damage hier in dem Boden, muss ich sagen. Die Schießrate ist leider nicht so hoch, aber es ist nicht schlecht für den Anfang. Ich drücke hier mal auf Aus und ich hoffe, das klappt auch. Boah, ist das laut. Okay, das klappt alles wunderbar, das explodiert noch vor sich hin. Okay, die ist jetzt aus und hier rechts neben dran haben wir nochmal eine. Die müssen wir, glaube ich, auch nochmal befüllen, das machen wir natürlich mal ganz schnell. So, das ist ja gar kein Problem. Nehmen wir uns das hier nochmal raus. Und wenn euch das gefällt, Leute, dann gebt doch jetzt einfach mal einen Daumen hoch und schreibt mir mal in die Kommentare, welche TNT-Kanone euch am besten gefallen hat. Die TNT-Kanonen da hinten werden immer komplexer und besser, also sie werden immer, immer krasser. Wir sind hier natürlich erst bei den Anfängen und hier oben fliegt sogar eine, was sehr, sehr krass ist. Ich würde sagen, wir drücken hier einfach mal drauf. Oh, oh, no, no, no. Okay, ich habe was vergessen. Wir müssen nämlich jetzt das Redstone drücken, beziehungsweise hinsetzen. Und ihr seht schon, wie viel TNT geschossen wird. Da geht eins nach dem anderen, zack, 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 raus. Und es macht viel, viel mehr Damage. Die schießen richtig, richtig schnell. Und, oh, wir müssen hier mal rein. Wir müssen unbedingt das Redstone hier abbauen, bevor wir die hier vorne ausstellen. So, ich glaube jetzt, genau, jetzt können wir das ja auch ausstellen. Und jetzt müsste das hier zu Ende explodieren. Es ist ganz wichtig, dass wir das Redstone hier zuerst ausmachen, weil das befeuert den Dispenser hier. Und wenn wir das hier nicht ausmachen würden, dann würde hier alles explodieren. Ist auf jeden Fall Upgrade zur ersten TNT-Kanone. Und wir kommen jetzt zur zweiten. Und ihr seht hier schon, die ist hier in der Luft und die ist auch wirklich extrem cool. Wir müssen einfach nur auf den Knopf drücken. Natürlich muss ich die zuerst mal befüllen. Okay, die TNT-Kanone ist jetzt komplett gefüllt. Und jetzt, Leute, schaut mal hin, wie geil ist das denn? Sie schwebt hier einfach komplett in der Luft. Wir können hier auf den Knopf drücken. Und jetzt wird hier TNT rausgeschossen. Ihr seht schon, das spawnt hier so gesehen in der Luft. Und müsst jetzt hier eins nach dem anderen rausschießen. Wow, schaut euch mal den Krater an, wie heftig ist das denn? Ich weiß nicht, ob ihr es ganz gesehen habt, hier werden 5 TNT in 1 gestackt. Ich zeige euch das nochmal. Wir klicken hier drauf und jetzt spawnt hier vorne 5 TNT. Die sind alle in einem Ding und fliegen alle nach vorne und splitten sich hier. Also sehr, sehr geil. Die werden alle kompakt einfach in ein Päckchen gepackt, sage ich mal, und werden dann rausgeschossen. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Aber Leute, es wird noch viel, viel besser. Wir kommen hier mal zur dritten TNT-Kanone. Die wird hier mit Slime gesteuert, beziehungsweise... Na, ihr werdet das sehen, Leute. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Okay, und ich würde sagen, wir drücken hier einfach mal auf den Schalter und schaut mal, was passiert, Leute. Wir beobachten das mal. Ihr seht, wie das TNT unten rauskommt und nach oben geboostet wird und direkt weitergeschlagen wird. Ihr seht, es kommt von unten hoch, zack, und wird weitergeleitet. Und wir haben jetzt einfach hier so eine Reihe von 3 TNT, die einfach hier reinfliegen. Und ihr seht schon, wie viel Damage das macht. Es ist so viel TNT, was geschossen wird. Auch wenn es nicht so schnell geschossen wird. Aber trotzdem ist es sehr, sehr viel TNT. Und wir sehen jetzt gleich schon unten. Also ihr seht, wie schnell das hier ein riesiges Loch macht. Und wenn man hier auf eine Base schießt oder so, ist die eigentlich in Sekunden komplett weg. Mit so einer Maschine, die ist sehr, sehr effizient. Das ist wirklich eine meiner Lieblings-TNT-Kanonen. Wie gesagt, schreibt mir eure Lieblings-TNT-Kanone gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir schauen uns das hier mal an. Okay, das hier ist eine richtig spezielle Falle. Hier müssen wir einfach das TNT so hinsetzen. Und da müssen wir vor allen Dingen hier auch ein TNT hinsetzen. Und ich hoffe, es funktioniert. Ich bin in der Version 1.8. Und es müsste eigentlich klappen. Aber es kann sein, dass es auch nicht klappt. Aber es müsste... Oh, oh. Oh nein, oh, oh nein. Okay, es hat nicht geklappt. Okay, Leute, ich habe nochmal die Minecraft-Version geändert und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, wäre es ziemlich schade. Wir probieren es nochmal aus. Oh, wait, what? Moment mal, was ist hier gerade passiert? Wir haben jetzt da hinten ein Loch. Okay, wir schauen uns das nochmal ganz kurz an, Leute. Also, hier oben wird das TNT nach oben geschleudert. Also es wird gezündet, wird nach oben geschleudert und gleichzeitig wird das TNT, beziehungsweise etwas versetzt, auch nach oben geschleudert. Ich zeige euch das mal gerade. Wir klicken mal hier drauf und jetzt müssen wir es hoffentlich sehen. Es wird nach oben geschleudert und das wird jetzt nach vorne geboostet. Das ist eine richtig, richtig geile Idee. Also das TNT wird erst in der Luft nach vorne geboostet. Das habe ich wirklich noch nie zuvor irgendwo gesehen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, aber ich glaube, jetzt dürfen wir es ganz gut sehen. Es fliegt nach oben und zack, wird nach vorne geschlagen und jetzt haben wir hier 3 Löcher drin.
Die Maschine ist leider nicht so effizient, weil die natürlich nur ein TNT schießen kann und man verbraucht sehr, sehr, sehr viel TNT, allein schon hier für die Zündung. Es fliegt auch nicht allzu weit, aber es ist eine richtig geile Idee, die habe ich wirklich davor noch nie gesehen. Ist wirklich sehr, sehr gut und wir kommen jetzt mal zur nächsten Maschine hier. Okay, da ist jetzt TNT drin und ich drücke einfach mal auf den Knopf und ich bin mal gespannt, was sie macht. Okay, TNT wird gezündet, das liegt jetzt auch hier. Und, oh, what? Moment mal. Das ist in der Luft explodiert. Das kommt gar nicht auf den Boden auf. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Das müsste jetzt gleich hier gezündet werden. Das ist auch ganz cool hier mit der Ablagefläche. Ja, und ihr seht, es explodiert genau hier in der Luft. Also es geht gar nicht bis runter auf den Boden. Mit der Maschine kann man also, na sag ich mal, Gegenstände oder irgendwas höher in der Luft abschießen, beziehungsweise kann höher damit zielen, wenn jetzt hier so eine Wand ist oder sowas. Es ist richtig, richtig geil. Durch den Mechanismus hier vorne wird das TNT einfach nach oben geboostet und damit kann man halt, wie gesagt, Sachen, die etwas weiter höher stehen, treffen. Ist eine richtig geile Idee, habe ich wirklich davor auch noch nicht gesehen. Und wir kommen hier mal weiter zur nächsten. Ist die denn schon befüllt? Ja, natürlich. Okay, hier ist auch wieder was mit Slime-Blöcken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt in dieser Version. Ich werde einfach mal draufklicken und wir werden es dann sehen. So, bin mal sehr gespannt. Hier wird TNT auf jeden Fall gezündet. Und hier oben auch. Oh, what? Wie geil ist das denn? Okay, Leute, das ist richtig geil. Wir drücken hier nochmal drauf. Und es wird einfach TNT gespawnt, das wird nach oben geboostet und das boostet das TNT weg. Das ist richtig, richtig geil, Leute. Ich finde die Idee richtig gut. Boah, das ist so nice. Leider wird halt natürlich nur ein TNT geschossen, aber das TNT, ups, wird jetzt geboostet und fliegt genau wieder hier hin und macht hier wieder Damage. Es ist so eine gute Idee, Leute, dass das TNT einfach in der Luft geboostet wird. Ist wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir. So, kommen wir nun zur nächsten Maschine. Die sieht schon deutlich komplexer aus, beziehungsweise deutlich größer. Und ich kann mir vorstellen, dass hier sehr viel TNT gespawnt wird und hier im Wasser dann liegt. Und hier oben das TNT wird dann hier drauf platziert und es wird einfach nach vorne geschossen. Ich glaube, die Maschine geht richtig gut ab. Ich aktiviere die jetzt einfach mal und bin mal gespannt, was passiert. Oh mein Gott, was? Oh. Was passiert hier? Es wird einfach alles zerstört. Okay, okay, Leute, okay, okay. Ich glaube, das war jetzt mit Abstand die heftigste TNT-Kanone, die ich jemals gesehen habe. Schaut euch das mal an. Der Radius hier von der Zerstörung. Ich glaube, das war nicht ganz beabsichtigt. Ich werde das einfach mal in einer anderen Version testen. Okay, Leute, ich bin jetzt in der anderen Version und werde einfach mal probieren, wie das jetzt hier funktioniert. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, ging ja richtig krass ab. Und wir schauen uns das einfach mal von hier an. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Oh, what? Was ist das denn, Leute? Wie heftig ist das denn? Schaut euch das mal an. Es ist extrem laut. Wow, okay, die TNT-Kanone finde ich bis jetzt auf jeden Fall am besten. Das ist ja so heftig. Guck mal, das wird hier in alle Himmelsrichtungen rausgeschossen. Wow, die macht so viel Damage. Guck mal, hier vorne ist alles kaputt. Und wie, Moment mal, wie weit schießt die denn? Guck mal, wie weit schießen. Die schießen ja richtig, richtig weit. Boah, der ganze Damage hier wurde nur durch eine TNT-Kanone gemacht und die schießt einfach weiter. Bis jetzt ist die hier auf jeden Fall am heftigsten. Schaut euch mal den Radius von der Zerstörung an, Leute. Überall riesige Löcher, das ist ja so krass. Das hier war nur eine TNT-Kanone. Ihr müsst euch überlegen, diese kleinen Löcher, das waren die hier. Das alles hier war nur eine einzige. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr heftig. Hier die TNT-Kanone besteht genau aus einem Knopf. Ich habe keine Ahnung, ich drücke einfach mal drauf. What? What? Was ist das denn? Wie geil ist das denn, Leute? Die TNT-Kanone ist einfach ganz sneaky hier unten drunter gebaut, sag ich mal. Ich baue mal hier ein bisschen was ab. Ich will natürlich die TNT-Kanone nicht kaputt machen. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Oh, hier ist die komplette Schaltung. Und die ist echt, eigentlich komplex. Sowas habe ich noch nie gesehen. Eine Secret TNT-Kanone. Die sieht keiner. Es ist nur irgendwo ein Knopf platziert. Den kann man natürlich noch ganz woanders platzieren. Das ist ja egal. Das ist eine ganz normale Redstone-Schaltung. Aber schaut euch das mal an. Man drückt drauf. Niemand sieht was. Da fährt sich einfach was raus. Und das TNT wird instant rausgeschossen. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben eine Secret TNT-Kanone. Es ist ja so krass, Leute. Also die gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ich finde die TNT-Kanone richtig krass, weil die einfach richtig viel Damage macht. Aber die finde ich auch sehr gut, weil die einfach Secret ist. Man sieht sie von oben einfach gar nicht und ist einfach eine TNT-Kanone. Also ich weiß echt nicht, was hier die beste TNT-Kanone bis jetzt ist. Wie gesagt, Leute, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr am besten findet. Sehr, sehr krass. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zu der TNT-Kanone, die hier oben in der Luft rumhängt. Keine Ahnung, was hier passiert. Wir klicken natürlich einfach mal hier auf den Knopf. Und schau mal, was die macht. Ich glaube, oh, ah, ich sehe schon. Die droppt einfach nach unten. Also die kann man einfach über Gebäude bauen oder über irgendwelche Sachen, die man zerstören will. Dann wird hier oben TNT gespawnt. Da unten öffnet sich dann so eine Luke und das TNT explodiert ein paar Blöcke unten drunter. Also es erreicht hier noch nicht mal den Boden. Okay, das ist auf jeden Fall eine echt gute Idee. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz von hier an. Guck mal, wie so ein Bomber oder sowas. Zack. Und die explodieren. Das ist auf jeden Fall echt eine krasse Idee. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir gehen mal weiter hier zu den zwei letzten. Beziehungsweise ist das hier die letzte. Und das ist wahrscheinlich nochmal so eine
krassere Variante. Okay, hier die letzten beiden sind wirklich sehr, sehr cool. Das ist eine richtig geile Variante. Wir können euch einfach das TNT hier reinsetzen und es wird instant weggeschossen. Ich zeige euch das mal. Ihr setzt einfach hier ein TNT. Es wird instant gezündet und weggeschossen. Ihr seht das schon. Das klappt echt sehr, sehr gut. Zack. Und das nächste. Und das nächste. Das klappt echt sehr, sehr nice. Und die beiden sind fast gleich, also wie gesagt, einfach das TNT hier hinsetzen und es wird einfach rübergeschossen. Echt sehr, sehr cool. Und hier müssen wir das TNT hier hin platzieren. Wow, das ist cool. Schaut euch mal an, wie das sich hier fortbewegt. Zack, wie schnell vor allen Dingen. Guck mal, wie schnell man schießen kann. Zack, wie eine Pistole. Zack, zack. Kann ich gedrückt halten? Ich kann gedrückt halten. Oh, 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 oh. Das war ein TNT zu viel. Und tschüss. Oh nein. Aber Leute, ich glaube, ihr habt das System verstanden. Einfach ein TNT hinsetzen, es wird gezündet und automatisch weggeschossen. Klappt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, schreibt ihr mir mal in die Kommentare, welche ihr am besten findet. Ich finde die hier am besten, Leute. Ehrlich gesagt, ich finde die am besten, weil die einfach extrem viel Schaden macht und so, so viel TNT raushaut. Die hier, die Secret TNT-Kanone, ist auch ganz geil, aber für mich hat die hier gewonnen. Wie gesagt, schreibt mir eure Lieblings-TNT-Kanone doch gerne mal in die Kommentare. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.